Wir brauchen jede Wohnung, die Zeit drängt. Mit diesem Appell reisen Flüchtlingskoordinator Christian Konrad und die Hilfsorganisationen in den letzten Tagen durchs ganze Land. Der Winter kommt und man braucht beheizte Unterkünfte. Vor allem in Wien, wo jetzt schon 2/3 der anerkannten Flüchtlinge in Österreich wohnen. Familie Mohammad aus Syrien fühlt sich trotz spärlicher Einrichtung in ihrem neuen Zuhause im 6. Bezirk wohl. Diese Wohnung sehr gefällt mit mir, aber ich sehr glücklich für meine Wohnung. Seit einem Monat leben die Kriegsflüchtlinge in ihren eigenen 4 Wänden, zur Verfügung gestellt direkt vom Eigentümer. Dieser verlangt von der Familie zwar ein Jahr lang keine Miete, Kane bezahlt aber Betriebskosten, Strom und Gas selbst. So viel Glück wie der 31-Jährige haben die wenigsten anerkannten Flüchtlinge. Auf dem privaten Wohnungsmarkt haben sie so gut wie keine Chance. Denn kaum jemand vermietet an Menschen, die keine Arbeit haben. Die Folge: Mittelsmänner mieten Wohnungen für Flüchtlinge an. In manchen Fällen, wie Hilfsorganisationen beobachten, um die Schutzsuchenden abzuzocken. Was wir beobachtet haben, 2-3 Gruppen in Wien, die hier ganz massiv als Hauptmieter auftreten und dann in Untermiete weitergeben. Und hier oftmals auch die Untermietzinse nicht entsprechend verwenden oder Kautionen nicht zurückzahlen und diese betroffenen Familien dann plötzlich delogiert werden, weil die Hauptmiete nicht mehr bezahlt worden ist. Das ist sicher ein Problem, was sich noch verstärken wird, je mehr Leute nach Wien kommen, egal jetzt ob Familien oder Alleinstehende, alle brauchen Wohnraum. Und dieser ist knapp. Bis zu 50.000 Asylsuchende werden laut Asylkoordinator Christian Konrad im nächsten Jahr auf Wohnungssuche sein, die meisten davon in Wien. Die Errichtung von Fertigteilhäusern mit mehreren Wohneinheiten soll das Problem lösen. Für Wien sei das aber, so Konrad, weiter schwierig umzusetzen, weil es wenig freie Flächen zu niedrigen Grundstückspreisen gibt. Sinnvoller sei es, Bestehendes mit großer Flexibilität zu adaptieren. Menschen wie Kane und seine Familie sind deshalb auch weiter darauf angewiesen, dass Eigentümer ihre freien Wohnungen zur Verfügung stellen. Sollten Sie also Wohnraum zur Verfügung stellen wollen, auf der ORF-Plattform helfenwiewir.at können Sie das bekannt geben.